viele Leute haben in den letzten Jahren auf den Bahnhöfen rumgestanden und gewartet, dass etwas kommt, aber es kam keine S-Bahn. Wir sind jetzt hier auf einem S-Bahnhof, um daran zu erinnern, dass augenblicklich ein Volksbegehren läuft. Und zwar mit dem Ziel, dass tatsächlich eine Ausschreibung des S-Bahn-Verkehrs in Berlin an bestimmte Mindestbedingungen gebunden wird. Die schwarz-rote Koalition hat heute ihre Koalitionsverhandlungen beendet. Sie möchte ausschreiben, Teilstücke ausschreiben. Wer fühlt sich da nicht erinnert an Großbritannien, an die Zerstückelung des dortigen Eisenbahnnetzes? Wir glauben, das ist keine gute Idee. Wir finden demokratische Kontrolle, Mindestbedingungen, vernünftige, verlässliche Voraussetzungen zur Sicherung des S-Bahn-Verkehrs. Und deswegen bis zum 15. Dezember jetzt noch ganz viele Unterschriften sammeln, damit wir möglichst einen erfolgreichen Volksentscheid zustande bekommen und hier in Berlin vernünftige Bedingungen für den S-Bahn-Verkehr sichern.